Achso, hier bin ich wieder hier. Ups. Auch gut, porte ich mich nochmal kurz zurück, um mich am Steak zu heilen. Wenn ich schon hier bin. Der macht mir ja netterweise immer ein Steak. So. Und ja, Defense ist etwas übertrieben jetzt. Also der Defense-Händler. Okay, du bist ready. Muss ich dich ready machen? Au. Egal. Ich will halt nicht wissen, was passiert, wenn ich mich da durchbrenne. Wow, und ich kann mich wirklich da durch. Wow. Und ja, da ist wirklich der Gang aufgegangen. Dadurch wäre das Ganze ein bisschen einfacher gewesen. Aber ja. So, jetzt ist die Secret Passage aufgegangen. Und ich habe so das Gefühl, durch den Sun Tempel. Achso, hier ist die Secret Passage aufgegangen. Und dahinter war noch Mana. Okay. Gut. Goody gut. Aber in den Teleporter springe ich erst, wenn ich hier fertig bin. Und ich sehr viel Geld habe. So. Ja, das ist doch schön viel Geld. Okay, das mit dem Note hier hat geklappt. Jetzt muss ich nochmal nach da oben. Da drüben ist die Secret Passage aufgegangen. Da war ich noch nicht, da muss ich aber hin, weil ich da noch ein Spiegelfragment ist. Hier muss ich jetzt wirklich, weil... Oh, ich komme doch durch. Ich brenne nur halt. So, jetzt ist hier irgendwas passiert, was ich nicht sehe. Gut, das bisschen Brennen, das verkrafte ich. Wenn ich durchdasche und nicht durchlaufe. Ja. Gehen wir den Weg außen rum. Ich würde nämlich jetzt gerne wissen, was die beiden Nodes ausgelöst haben. Vieles hier ja nicht zu erkunden. Und vor allem, was der Schalter ausgelöst hat. Ich muss nicht hier lang, sondern hier unten lang. Na gut, ich habe jetzt den Teleporter aktiviert. Ich weiß nicht mehr, ob die Nodes überhaupt was auslösen oder ob sie einfach nur... das war knapp. Ob sie einfach nur... Dinge wegmachen. Oh, hier ist was aufgegangen. Cool. Eine Vendor-Coin und ein Weg runter. Unten war ich, glaube ich, schon. Ah. Erstmal sehr schön viel Geld. Wow. Wow.
So, genau, kracht wieder runter und dann können man kann einfach durchlaufen, okay. Aber ja, so haben wir das auch abgespeist. Das sieht man übrigens gar nicht. Ich denke mal, da drüben ist vielleicht jetzt auch was aufgegangen. Gucken wir einfach mal. Und hoffen das Beste. Nicht, dass ich wieder umsonst hier lang laufe. Doch, hier ist was aufgegangen. Sehr schön. Plus 1 Armor, ein Health Upgrade. Aber hier hinten ist immer noch nichts zu sehen. Wow. Au. Okay, das ist jetzt ein bisschen schmerzhaft bei kurzzeitig. Oh, ups. Äh, 20 Tode mittlerweile. Okay, wir haben in dieser Aufnahmesession gut zugelegt, was die Tode angeht. So, dann bleiben uns nicht mehr viele Möglichkeiten. Wir können noch da hochgucken, ob sich hier oben was... Oh ja, hier ist ein... nee, halt, der ist ja gar nicht offen, oder? Nee, der Durchgang ist nicht offen. Und da kommen wir auch nur von oben aus ran. Gut, dann denke ich mal, hat sich hier jetzt nicht mehr großartig was getan. Die beiden Nodes haben einfach nur die Blöcke aus dem Weg geräumt. Weil hier ist wahrscheinlich auch nichts mehr. Nein, hier ist nur alles kaputt. Hier oben könnte höchstens noch irgendwo eine Secret Wall sein. Wobei die ja jetzt mittlerweile etwas offensichtlicher sind im Add-on. Also auch in anderen Gebieten. Ja. Das heißt, wir stürzen uns mal in den Teleporter. Gucken, wo der uns hinbringt. Da kommen wir so am besten unten lang. Jo. Teleporter, Loading. Ah. Zu Geld. Und zum letzten Schalter. Also zum letzten Node. Bum, 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 bum. Dann halt du, du, du und du. So, alle Nodes sind aktiviert. Also Pyramiden-Nodes, hoffe ich mal. Oder nee, halt es. Ja, gut, ich kapier's jetzt. Es ist die Frage, wo will ich hin? Ich könnte jetzt die Pyramide betreten. Die Pyramide scheint optional zu sein. Es geht nämlich eigentlich gar nicht darum, in die Pyramide reinzukommen. Oh, okay, das sagt mir trotzdem das Mana leer, auch wenn ich durchdasche. Auch gut. Und das mit dem einen Lebenspunkt finde ich lächerlich, ey. Au, ich hätte nicht stehen bleiben sollen. So, ich kann hier raus, gell? Oh, du hast nichts Neues zu essen für mich. Zurzeit, na gut, dann kauf mal so eine Potion. So, ich möchte hauptsächlich dich mal upgraden. Dann könnte ich mir mal Sword Arc, Sword Damage kaufen.
Den Howdy Storm lasse ich erstmal. Der wäre hier die nach unten Taste. Ich hätte lieber hier nichts, was ich mir leisten kann. Okay. Also ja, ich könnte theoretisch jetzt hier drüben. You activated all of the small pyramids. You're a bit overqualified, but anyway, welcome to the Pyramid of Fear. Okay. Wir können die Pyramide der Furcht betreten. Will ich jetzt aber noch nicht. Ich will erst den oberen Tempel abschließen. Weil dadurch öffne ich die Sun Passage. Darum geht es nämlich die ganze Zeit. Altar of Sun. Es fehlen nämlich nur noch zwei Nodes im obersten Stockwerk. Dafür sind die Nodes da. Genau. Und jetzt hat er was zu essen hingelegt. So eine Gemeinheit. Also ja, gut. Ich kann jetzt hier den Tempel von oben betreten. Und mich freuen, dass ich wieder von überall bombardiert werde. Vor allem von überall, was mir das Mana wegsaugt und alles. Wow, Feuermagier. Wie unfreundlich. Oh, jetzt bin ich auch noch verwirrt. Aber du bist betäubt, gut. So, das erstmal weg. Damit öffne ich das Gebiet hier. Ich will aber erstmal hier oben lang. Tolle Idee übrigens, davor zu gehen. Wow. Ja, mein Skelettritterfreund. Das sieht mies aus da oben. Oh, die Skelettritter. So, weg mit dem Banner hier, weg der Standarte. Okay, hier könnte sich ordentlich was durchbrennen und da drüben. Ja. Okay, an den da oben komme ich noch nicht ran. Da drüben komme ich nicht ran. Da drüben komme ich nicht ran. Achso, die Hebel machen wahrscheinlich da was auf für mich. Hoffe ich jedenfalls mal. Wow. Ich mag die Mana-Absaugfahnen ganz und gar nicht. Hier bin ich eigentlich sicher. Außer vor dem da. Oh, nö, nö, nö. Au. Ah. Ja, kommt, kommt. Lasst euch zermatschkern. Danke. Okay. Ich merke gerade, dass ich ordentlich viel mehr Damage mache seit dem letzten Upgrade. Okay, ich könnte hier durch. Wow. Wow. Okay, ich sterbe bald wieder. Außer ich ziehe mich jetzt zurück und hole mir das Steak. Oder sterbe einfach an den Stacheln beim panischen Zurückrennen.
Der da drüben nervt ganz gewaltig. Ich glaube, ich werde erstmal den los. Den Mana-Absauger. Und ich frage mich echt, ob ich mir Sorgen machen muss, weil der gesagt hat, ich wäre überqualifiziert für die Pyramide der Furcht. So. Oh, da ist noch so einer. Gott, er ist weg.